Das Einzige, was er wirklich übernommen hat, war die Geschwindigkeitsdingens. Ja, das ist jetzt aber auch echt nicht besonders schwer. Alles andere hat er nicht übernommen. Hm. Bisschen doof. Schön manuell. Mit was für einer Geschwindigkeit fliegst du? Im Moment mit 200, also mit knapp 300, also Ground Speed 300, also 400 ungefähr. Ey, mein Flugzeug, das macht, was es will, nur nicht das, was ich will. Hm. War gerade ordentlich schnell. Ja. Jetzt? Naja. Ach, ich habe jetzt endlich die Uhr gefunden. Du, ich habe dich ja immer damals fragen müssen, sag mal die Ingame-Uhr. Weil wir haben 9.33 Uhr Ingame. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Beste Uhrzeit zum Rumfliegen, finde ich. Mhm. Ja. Ja, im Moment muss man echt sagen, ist irgendwie auf YouTube so flautenmäßig. Ja, ist nicht mehr so viel los. Scheint nicht bei mir und bei uns. Scheinen alle in Urlaub zu sein. So, ich habe eine Master Caution. Woran liegt's? Woran liegt's? Ey, das Flugzeug soll nicht die Nase runternehmen, das soll die Nase hochnehmen. Tja, wenn du eine Master Caution hast und du mir nicht sagst, worum es geht, dann wegdrücken. Tschüss. Lass ich wegdrücken. Ich weiß nicht, warum, aber mein Flugzeug kriegt gerade bei 200 Knoten rum. Und ja, mach doch dann manuell die Geschwindigkeit. Ich glaube, das ist so das Allerbeste. Mach die auch manuell die ganze Zeit, aber trotzdem. Ja, Vollgas, Klappen rein. Klappen sind drin, ne? Ja, hoffe ich mal. Alles ja, andere wäre auch beunruhigend. Ja, Klappen sind drin. Aber der gibt kein Gas. Da kommt nichts. Aber die beiden Hebel sind auf 100. Kann ich ihn noch Nitro zuschalten? Nitro, wo bist du? Ja, das Problem ist, ich werde dir dann gleich wahrscheinlich gnadenlos davonziehen. Ja, ich fliege jetzt mit 180. Das Ding nimmt gerade eine Todesfahrt auf sich, ja. Ja, dann steigt man nicht so krass. Geh auf 28, 29.000 und dann reicht das. Ja, ist witzig. Mein Flugzeug steigt von alleine, ohne dass ich was dazu tun muss. Okay. Ja, Trümmung. Ja, drücken. Rücken musst du drücken. Ich bin nicht im Rücken. Ja, ich weiß nicht, das ist schon wieder so eine ätzende Sache. Ich weiß nicht, ob ich ein FSX 9 installieren muss. Oder daran liegt. Ich weiß es selber nicht, weil mein FSX ist auch ja ein bisschen verbuggt. Aber nur grafisch, das ist das Gute an der Sache. Ja, bei mir ist es halt technisch. Technisch. Gucken wir mal hier den Jonas an, der hier, Gott, so weit weg ist. Alter, wenn man einmal ja, die Kamera bei so einem Zoom verzielt, dann ist Geschichte im Schacht. Du bist, mein Flugzeug wird immer lang, ach, jetzt wird schneller. Minimal, 210. Aber ich drück auch ordentlich, wie man hier unten. Alter, entweder mein Flugzeug wackelt oder du wackelst. Ne, ich wackel. Fahrwerk ist drin, alles ist drin. Nachbrenner, gibt's das hier? Nein, unwahrscheinlich. Nein. Das ist keine Taler, meine Damen und Herren, keine Taler. Da habe ich hier irgendwo wirklich was vergessen. Gucken an der Decke. An der Decke. Generatorschalter für Triebwerk 2, ein Schalter für APU, ein Batterieschalter, ein alles ein. Ja. So, ich bin gleich auf meiner Cruise Altitude. Bleib jetzt auf der Höhe hier. Okay, dann probier einfach mal nur mich zu kriegen wieder.
Ja, ich bin dabei. Und jetzt ziehe ich den nämlich davon. Warum hast du da so eine Ecke eingebaut? Das ist der Flugplan. Ich habe den nicht gebaut. Also. Ja, ja, Ryanair. Ich kann nur sagen, unterstützt diese Firma nicht. Das ist einfach nur das allerletzte. Flugzeug, du sollst nicht die Nase nach oben nehmen, du sollst auf einer Höhe bleiben. Doof ist, dass die Strecke wirklich nur Ryanair zu fliegen scheint. Da sind nur alle Besowskis, die nach Malta, nach Mallorca fliegen. Ja. Naja, geht nicht unbedingt nur um die Fluggäste, die sind zwar auch schlimm, aber auch um die Fluggesellschaft. Also erstens, ein Flug buchen dauert einfach nur irgendwie Tage, weil man absolut diese Webseite da überladen von Werbung und Scheißdreck. Und zweitens, null Service. Und ja, wenn man dann irgendwie Probleme im Gepäck hat, dann kriegt man selber noch eins auf den Sack. Und nee. Ganz ehrlich, Ryanair geht gar nicht. Ich finde das ja schon sehr interessant, was mein Flugzeug so macht. Aber es macht mir Sorgen. Ja, mach mal hin, hier. Du entfernst dich immer weiter. Ah, ich weiß, was ich anmache. Schalte zum Aktivieren des Autopiloten. Vielleicht soll ich das mal anmachen, ne? Wäre eine Idee. Ja, es tut sich auch. Ja. Wieder gefunden. Jonas, man merkt, du hast einfach noch nicht genug Routine in dem Game. Ich will einfach so, vielleicht, ich weiß nicht, wann bin ich das letzte Mal geflogen? Zwei Monaten? Ein Monat? Gott, Gott, Gott. Ey, aber da tut was, das Flugzeug. Juhu! Speed noch machen auf Maximalgeschwindigkeit hier. 330, machen wir mal. Ja, gib wirklich mal Gas. Ansonsten bin ich hier gleich weg. Das Einzige, was man noch nicht so ganz tut, ist auf Kurs gehen. Aber ich nehme jetzt einfach eine Abkürzung. Also nicht komplett links lang, das wäre ein bisschen fies. Aber man muss schon sagen, die Maschine ist so geil, also macht einfach unendlich Spaß, die zu fliegen. Auch wenn ich sie jetzt schon so oft geflogen bin und eigentlich immer nur Pausen mache, damit es euch nicht langweilig wird, die ihr hier zuschaut. Aber ich feiere die DJ einfach unendlich. Ganz kurze Frage. Ein halb Querneigung aus. Was ist das? Was? Ein halb Querneigung. Steht hier eins durch zwei Bank. Und dann auf Deutsch dann ein halbes Querneigung. Also. Gibt's da noch mehr? HDG kann man 360, steht auf 360. BC, Schalter WG. Ach, ist das bei dem Heading selber? Heading? Ja, HDG. Ja, das ist da alles in diesem Vierer. Ja, das heißt glaube ich, dass du eine maximale Neigung eingehst. Anflugkurs halten, weiß ich nicht, was das ist. Wahrscheinlich irgendwas mit der Landung. Ich habe mich mit dem In-Game-Autopiloten nicht so genau auseinandergesetzt. Ich weiß, also mit dem Standard-Autopiloten. Da kann ich auch nur die einfachsten Sachen. IAS, mach, was ist das denn? Ja, IAS, das ist wahrscheinlich normale Geschwindigkeit und mach es halt Mach. Ich flieg halt gerade Mach Punkt 81. Ja, warte, man kann nur entweder oder umschalten. Ja, klar. Stell mal auf Punkt 85 oder so. Ja, ich weiß nicht, wo ich das einstellen kann. Ja, muss man draufklicken und dann wird sich deine Geschwindigkeitsanzeige ändern. Achso. Dann, ja, nee, ich lasse einfach so, funktioniert auch. Guck einfach, dass du mir hinterherkommst, das ist das erste, wichtigste. Probier, bin ja schon dabei, links abzukürzen. Hoffentlich. Also nicht links, ich meine, du fliegst gleich nach rechts und ich bin halt noch weiter rechts davon, ich schneide jetzt die Kurve. Okay. Ich habe irgendwie komische Turbulenzen, muss man sagen. Oh, Geschwindigkeit so hoch. Bei 330. Gerade schauen.
Ich suche ja immer noch die Möglichkeit. Ah. Ah, okay, besser. Oha. Das Flugzeug. Tschüss, wie das einfach reagiert. Ganz leicht nur. Wäre dagegen lenken. Ach, cool. Ah, jetzt habe ich hier auf dem anderen Bildschirm, sehe ich auch unsere Position. ETE 053. Ach, schön. Ich weiß nicht, ob das hier aufgenommen wird, aber ich tue es mal gerade hier links um in die Ecke. Weil da, jetzt habe ich hier meinen FSC mit dem FSX connected. Und jetzt habe ich hier so ein kleines Fenster in-game, wo ich sehe, wie lange es noch, wie lange wir noch bis zum Flughafen brauchen. In der Theorie sind das 54 Minuten. Oha, was macht mein Flugzeug jetzt? Aus, aus, aus. Alter, was macht mein Flugzeug gerade? Eieiei. Drücke auf den Knöpfchen rum vom Autopiloten. Ja, also hier kann man auf jeden Fall sich ordentlich mal umschauen. Und ich sehe auch deine Position und alles. Boah, perfekt. Ich bin jetzt gerade dabei, hier in die Kurve nochmal anders zu schneiden. Nee, flieg ein bisschen weiter rechts. Warum? Weil du zu scharf auf die Dinge bist. Du musst einfach in meine Richtung fliegen. Noch ein bisschen weiter nach rechts. Auch in deine Richtung. Nach rechts? Nach links? Ja, nee, nach rechts. Ganz kleines bisschen weiter nach rechts müsstest du. Ich verlasse die. Ich ignoriere unten den einen Punkt. Ja, ja. Aber du fliegst halt. Nicht genau auf mich zu. Oh doch? Nein. Ja, ich muss noch ein bisschen weiter nach rechts, aber ich will schneller sein als du. Ja, ja. Ja. Achso, ja, deshalb schneidest du die Ecke da, okay. Richtig, und deswegen schneide ich die Ecke ab, damit ich dann wieder in etwa ein bisschen näher hinter dir auskomme. Weil du musst jetzt halt Richtung Ecke fliegen. Ja, okay, du bist aber jetzt echt... warte mal... 440 Knoten... 431 Knoten, verstehe ich nicht ganz, aber okay. Ich fliege gerade genau mit 330. Das ist wahrscheinlich Ground Speed. Ich brauche Screenshots, fällt mir gerade auf. Ja. Und es ruckelt. Ich frage mich immer wieder, hier bei so Werbespots, ne, wo du unten von Fluggesellschaften siehst, ja manchmal unten direkt das Flugzeug, ne? Ja. Wie kriegen die das da hin? Fliegt dann oben drüber ganz knapp ein zweites Flugzeug? Ja. Ja, aber das ist doch dann... Dürfen die das überhaupt? Ah ja, klar, wenn die das anmelden, ist das, glaube ich, okay. Das geben tut's das schon, das denke ich. Ruhig. Bin ich zu hoch. Alter, ist Gepiepe. Ja, jetzt bist du ungefähr so auf meiner Höhe. Ja, aber immer noch 11 nautische Meilen entfernt. Ja, das ist ja auch noch okay. Boah, dieses Gepiepe macht das aus. Ich... Master Caution. Ich bin genau an dieser Kratzkante dazu. Geschwindigkeit zu hoch und nichts hoch. Und dann... Oh, ja. Leck mich am Arsch, Alter. Aber hier wieder, das kann ich nicht verstehen, warum er das so rumpumpt hier. Nee. Das Fuel-Management hier ist irgendwie auch komisch, verstehe ich nicht. Wenn mir das irgendjemand erklären kann, wäre ich dem sehr dankbar dafür.
Ja, wunderbar. Jetzt habe ich auch immer meine Position hier. Was ist denn das für ein Programm? Flight Sim Commander. Okay. Das ist sehr praktisch zur Routenplanung vor allem. Kann ich jedem empfehlen, der gern IFR fliegt. FSC. Flight Sim Commander, das, ja. Das habe ich doch. Ja. Moritz, so lange fliegst du? Und du benutzt es nicht, du Lappen. Ja. ETA. Warte mal. ETA. Ich hätte gerne mein ETA hier drin auch. Estimated Time Arrival sind. Was ist das denn hier? Tildipan. Elektronisches Fluginformationssystem. Also theoretisch brauchen wir noch 10 Minuten. Das kommt mir aber komisch vor. Die rechte Tragfläche hat noch 100%. Mitteltank 98, linker Tank 98. Ja, wow, warte mal, wie sieht denn das bei mir aus? Ich guck mal schnell. Ich hab gerade geguckt, wo man sieht. Die linke Turbine hat irgendwie nur noch 1 drin stehen, die rechte 2 und die in der Mitte ist nur 3. Warum auch? Mein Center Tank hat 3000, mein linker Tank hat auch 3000, mein rechter Tank hat 2000. Ha, GG. Ach, ich hab 3 Turbinen, fällt mir gerade auf. Hinten am Arsch ist auch noch eine. Mhm. Wo sagt denn die Luft an?